So, jetzt laufen wir hier nach vorne. Das ist das Ende von diesem Schiff vom Hohen Staufen. Ja. Hat man einen schönen, also wenn die Bäume alle weg waren, oder wo die Bäume alle weg waren, da hat man einen wahnsinnigen Ausblick über das ganze Land. Ja, also hier, da unten, das Remstal, sieht man so weit. Und da geht es hier komplett, also bis zum Horizont. Wahnsinn. Ja, ein paar Besucher sind hier auch da. Jetzt dahinter sieht man sogar, dass es anfängt zu regnen dahinter. Ja. Ja, also gigantische Aussicht, sehr weit. Da haben sie schöne Bänkler nachgestellt. Ja, und hier oben sind echt nur wenig Bäume. Also im Vergleich zum hier hochlaufen. So, jetzt kommen wir noch darüber. Also das sind in meinen Augen eher diese Keller sind noch erhalten. Ja. Und hier ist dieser ominöse Schacht, den wo ich schon ein paar Mal im Visier hatte. Also diese Platte, die liegt nicht umsonst da. Könnte sein, dass es sich hier wirklich um den Tiefbrunnen handelt, obwohl sie jetzt in dem Gebäude hier, ja, da haben sie wohl auch noch einen Brunnen gefunden im Gebäude. So, jetzt gehen wir da mal rein. So, alles recht klein. Ja. Da durchläuft. Ja, hier eine Ablage für irgendwas. Hier auch so ein Deckstein. Also diese Burg hier oben zu bauen, das muss der absolute Aufwand gewesen sein. Ja. Jetzt kommen wir hier durchs nächste Tor. So, und jetzt kommen wir hier, das wäre noch nie im Hohen Staufen war. Das ist so ein Brunnen. Und diesen Brunnen, bin ich mir sicher, haben sie auch aufgeschüttet. Also der ging sicher noch tiefer. Vor allem sehr, sehr seltsam, warum jetzt hier in irgendeiner Art und Weise ein Brunnen sein soll, aber das wird wohl irgendein Wasserbehältnis gewesen sein, weil man brauchte ja hier auch ein bestimmtes, man brauchte ja auch Wasser zum Trinken oder um die Tiere zu trinken oder irgendwas. Ja. So, und dann sind wir schon wieder draußen. Und ja, das war's dann jetzt. Und jetzt gehen wir noch hoch zur Stauferstele. Die steht hier oben. Aber ich gehe jetzt als allererstes nochmal den Ausblick angucken, solange es noch so schönes Wetter ist. Und melde mich dann noch einmal.